Morgen, meine Herrschaften. Willkommen zu Frühlingserwachen to go. Viele Leute meinen, es ginge in Frank Wenig ein Stück nur um das verklemmte Bürgertum des Deutschen Kaiserreiches, eine Gesellschaft, die lange überholt ist, aber ich sag Ihnen was. Es geht um Sex, um Leistungsdruck in der Schule und jugendliche Selbstmörder. Und das sind Themen, die heute so aktuell sind wie 1890-91, als Wedekind sein Stück schrieb. Vielen Dank, das war die Allegorie des Frühlings. Die wichtigsten Figuren im Stück sind Melchior Gabor, ungefähr 16, Gymnasiast und ein bisschen zu intelligent, um glücklich zu sein. Sein Freund Moritz Stiefel ist auch ein netter Kerl, aber im Gegensatz zu seinem Freund Melchi fast der Schlechteste in der Klasse und läuft Gefahr, sitzen zu bleiben. Wendler Bergmann ist 14, sieht gut aus, ist offenherzig und hat eine große Neugier auf alles Menschliche, das aussieht wie Melchior Gabor. Frau Gabor, Melchiors Mutter, ist sozusagen eine historische Vorläuferin der 68er, also ziemlich anti-autoritär, glaubt an Vernunft und Eigenverantwortung und ist also eine sehr schlechte Mutter. Dann gibt es Frau Bergmann, Wendlers Mutter, das komplette Gegenteil davon, also eine Supermutter, völlig verklemmt und spießig, aber liebevoll. Gut, das ist Frau Gabor auch. Herr Gabor kommt nur in einer einzigen Szene im Stück, aber an entscheidender Stelle vor und es bleibt das sahnige Geheimnis des Autors, warum die eigentlich überhaupt zusammen sind, weil er ist nämlich Jurist und liebt Ordnung und solche Dinge. Schließlich gibt es den vermummten Herr und der ist nach einhelliger Meinung der Literaturwissenschaft eine Allegorie. Was zum Teufel ist eine Allegorie? Wenn ich sage Schwein gehabt, dann ist es eine Metapher, bei der das Schwein für Glück steht. Wenn aber auf der Bühne ein Schornsteinfeger mit einem Schwein an der Leine, einem Hufeisen um den Hals und einem vierblättrigen Kleeblatt im Mund auftritt und schwarze Katzen verscheucht, dann ist das eine Personifikation des Glücks und so ausgefeilte Bilder, sprachlich oder optisch, nennt man Allegorie. Alles klar? Und dann gibt es noch eine Menge Schüler, Lehrer und andere Pappnasen, die nur ein einziges Mal auftreten. Das Stück beginnt mit Melchior Moritz und ihren Klassenkameraden, die sich darüber beklagen, wie viele Hausaufgaben sie haben. Boah, wir haben so viele Hausaufgaben. Komm, wir spielen noch ein bisschen. Und die spielen noch ein bisschen. Ja, spielt ihr mal noch ein bisschen. Die gehen spazieren, die beiden. Und der Moritz so, oh, wir haben so viele Hausaufgaben. Jetzt hör aber auf, du bist doch nicht auch so ein Schlumpf wie diese Weicheier. Also wenn ich mal Kinder habe, dann werden die anders erzogen. Zum Beispiel zusammen, die Jungen und Mädchen. Ja, bis einer schwanger ist. Ja, so schnell geht das doch auch nicht, oder? Du hast echt keine Ahnung, oder? Nee. Also pass auf, ich erkläre es dir. Nein, ich will es nicht hören. Und er hält sich die Ohren zu, der Moritz, und sagt, pass auf, schreib's mir auf. Okay. Und Melchior verspricht, eine Aufklärungsabhandlung für seinen Freund Moritz zu schreiben. Und dann geht Wendler mit so ein paar Freundinnen durchs Bild und Wendler so, war das nicht gerade der Melchior Gabor? Und sie so, ja. Übrigens, ich werde ja zu Hause immer total geschlagen. Was? Geht immer so um Erziehung in diesem Stück. Und am nächsten Tag im Gymnasium sind die Schlümpfe alle wieder beisammen. Nur der Moritz ist nicht dabei und einer sagt, wo ist denn eigentlich der Moritz hin? Und ein anderer Schlumpf sagt, der ist ins Lehrerzimmer eingebrochen. Boah, wenn der erwischt wird und so. Und dann kommt der Moritz mit hochrotem Kopf und aufgeregt und sagt, Melchior, ich hab's geschafft, ich werde versetzt. Oh Gott, wenn die mich hätten sitzen lassen, ich hätte mir echt die Kugel gegeben. Und damit man das Erwachen des Frühlings auch richtig ermessen kann, begegnen sich am nächsten Tage im Wald Wendler und Melchior. Wendler, was machst denn du hier? Oh, hallo, Melchior. Ja, du, ich habe Waldmeister gesammelt. Stellt ihren Waldmeister ab. Und sie haben noch ein bisschen Zeit, bevor sie nach Hause müssen. Deswegen legen sie sich ein bisschen ins Gras und quatschen. Und das Gespräch kommt auf Erziehung und körperliche Züchtigung. Und Wendler sagt, du, Melchior, könntest du mich mal schlagen? Wie schlagen? Ja, ich bin noch nie geschlagen worden. Könntest du mich mal schlagen? Ich kann ich doch nicht. Los, jetzt schlag mich! Und er nimmt eine Gerte zur Hand und legt sie so, bitch, au, ja, fester. Bitch, ah, fester! Ich kann dich doch nicht... Los, jetzt fester! Und dann, okay, du Hexe! Und schlägt also auf sie ein so ein paar Mal und dann... Ah, läuft er weg. Und schämt sich. Er hat aber keine bleibenden Schäden hinterlassen. Bei Gabors zu Hause, beziehungsweise bei Melchior im Zimmer, sitzen dann abends Melchior und Moritz zusammen. Und Moritz so, boah, ich schaff's jetzt, ich arbeite total hart. Da kommt die Frau Gabor herein und bringt den jungen Herren Tea Time, ein bisschen Tee und sagt, ach, Herr Stiefel, Sie sehen aber schlecht aus. Und Melchior so, ja, der arbeitet ja auch die ganze Nacht, der schläft ja nie. Das ist aber gar nicht gesund in Ihrem Alter. Wie gesagt, die ist sehr anti-autoritär. Melchi, ja. Und die Frau Gabor deutet so auf einen Reklam auf dem Tisch und sagt, was ist denn das für ein Buch? Es ist Goethes Faust. Goethes Faust? So eine Schundliteratur in deinem Alter? Naja, du musst es wissen. Und geht ab.
Und der Moritz so, hihihi, deswegen Gretchen, ne? Naja, die ist ja auf Porno. Und der Melchior tickt aus und sagt, ja, sagen wir, dreht sich denn alles immer um P und V? Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Die Gesellschaft zu Wedekinds Zeit war so verklemmt, dass das ganze Stück aus mehr Punkten und Gedankenstrichen als aus Worten besteht, jedenfalls an den entscheidenden Stellen. Aber Sie können davon ausgehen, dass es genau darum geht, was Sie denken. Wenn Sie nicht sicher sind, schauen Sie halt im Röcklam nach. Und Moritz sagt, danke übrigens für die Abhandlung, die habe ich jetzt mal gelesen. Und die Illustrationen waren ja auch super. Und die Szene verlagert sich, wie man sieht, zu den Bergmanns. Diese bürgerlichen Wohnungen sehen alle gleich aus. Und wir lernen auch Frau Bergmann kennen, die Wendler entgegenkommt und sagt, Wendler, Wendler, der Klapperstorch war da, du hast wieder einen, du bist nochmal Tante geworden, du hast einen Neffen bekommen. Und so, der Klapperstorch. Ja, der Klapperstorch. Mama, ich bin 14, würdest du mir jetzt bitte mal erklären, wie das mit der Fortpflanzung funktioniert? Und die Mutter macht entgeistert 3 Schritte zurück und sagt, was? Ich soll dir das erklären? Auf keinen Fall. Das ist ja furchtbar. Mama, bitte. Nein, bitte. Ich höre auch gar nicht hin. Und die Mutter dann so ganz verdruckst. Also, es ist so. Du musst einen Mann heiraten und richtig lieben. Und dann bekommt man Kinder. Und das ist alles? Ja. Und das war der Aufklärungsunterricht im Hause Bergmann. Wenig später hat sich Melchior auf einem Heuboden verkrochen und Wendler kommt ihn suchen und sagt, Melchi, die wollen, dass du rauskommst, weil es fängt an zu regnen, da musst du helfen. Sie setzt sich aber neben ihn und er sagt, komm, jetzt lass mich mal alleine. Und sie sagt, nein, und beide sagen noch ein bisschen nein, dann fallen sie übereinander her und schlafen miteinander, obwohl sie eigentlich gar nicht genau wissen, was sie tun. Wenig später sehen wir den Moritz in der Natur an einem Fluss, nämlich, er sagt, scheiße, doch durchgefallen, dann muss ich jetzt wohl, und er hebt schon so eine Pistole bedeutungsschwer empor. Da hört er im Hintergrund, Moritz, Moritz, und so, Ilse, hallo, und dann kommt die Ilse, und er sagt, na Ilse, wie geht's, und sie so, ach ja, weißt du, ich bin ja jetzt so Muse für diverse Künstler, und so mit Sekt, und die Nacht zum Tag machen und Orgien, ganz anstrengend, und selber, magst du vielleicht mal noch ein bisschen mit zu mir nach Hause kommen? Und er so, oh, ja, nein, ich muss ja noch ganz viele Hausaufgaben machen. Und sie so, okay, langweilig, und geht ab. Und er so, Ilse, weil er wäre eigentlich schon ganz gern mit ihr gegangen, zumal er das Menschlichste nicht kennengelernt hat, bevor er sich jetzt umbringt. Bang. Nach diesem tragischen Ereignis sitzen im Lehrerzimmer des Gymnasiums die Pappnasenlehrer zusammen und beraten darüber, was jetzt mit dem Übeltäter passieren soll. Der Direktor sagt, also den Übeltäter-Kollegen, den müssen wir jetzt ganz dringend rausschmeißen, oder? Und der andere sagt, ja, ich weiß nicht genau, aber können wir bitte mal ein Fenster aufmachen? Aber nicht hinter mir. Ja doch, nein. Abstimmung, sie stimmen ab und stimmen dafür, das Fenster zuzumauern. Dann sagt der Direktor, okay, und jetzt mal zu dem Täter. Melchior Gábor. Also Melchior kommt rein. Und der Direktor sagt, Herr Gábor, haben Sie diese pornografische Schrift verfasst? Und Melchior so, ja, das habe ich schon verfasst, aber das ist ja gar nicht Porno. Was? Auch noch Widerworte geben? Raus! Das war die Verhandlung und der Rausschmiss, die Relegation aus dem Gymnasium. Auf dem Friedhof wird kurz darauf Moritz bestattet. Da sind die Honorationen, Pappnasen natürlich auch wieder alle dabei und rümpfen die Nase über den Selbstmörder. Der Pfarrer sagt, also verdient hat er es ja nicht, aber wir beerdigen ihn jetzt halt trotzdem mal. Der Vater von Moritz sagt, weinend, ja, das war überhaupt nicht mein Sohn, ich habe ihn nie leiden können. Und keiner macht sich Gedanken darüber, warum der sich eigentlich umgebracht hat. Bei Gábors zu Hause gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Herrn Bergmann und Frau Bergmann, was jetzt mit ihrem relegierten Sohn passieren soll. Und Herr Gábor sagt, der kommt in die Korrekturanstalt. Das ist so ein Knast für Jugendliche. Dann lasse ich mich scheiden. Ja, aber der hat auch mit Wendler geschlafen. Was, glaube ich nicht. Doch, ich habe einen Brief von Melchior an Wendler, den mir Frau Bergmann gegeben hat. Dann kommt er doch in die Korrekturanstalt. In der Korrekturanstalt sieht es ungefähr so aus. Da sind die gleichen Schlümpfe wie anderswo. Nur die Spiele, die sie spielen, sind lustiger. Zum Beispiel Wettwichsen um 20 Pfennig und sich schlagen. Und Melchior so, boah, das Einzige, was ich hier beitragen könnte, wäre irgendwie ein paar versaute Geschichten zu erzählen. Aber ich breche hier aus. Sofort breche ich hier aus. Im Hause Bergmann hingegen war der Arzt gerade da, weil Wendler immer so schlecht ist und es geht ihr gar nicht gut. Und der Arzt hat gesagt, Bleichsucht, aber die Mutter schluchzt immer so. Und Wendler so, ja, das mit der Bleichsucht geht doch vorbei, Mama. Und die so,
Bleichsucht, du bist schwanger, du dumme Kuh. Und Wendler setzt sich auf und sagt, also Mama, das kann ja wohl nicht sein, denn ich habe weder geheiratet, noch habe ich einen Mann wirklich geliebt. Und die Mutter so, oh nein, Ding Dong. Ah, da kommt die Frau Schmidt, das ist gut, die wird uns helfen. Und wir erfahren leider nicht mehr, was die Frau Schmidt dann tatsächlich anstellt. Wenig später ist Melchior tatsächlich aus der Korrekturanstalt ausgebrochen und stolpert erstmal über den Grabstein von Moritz und dann steht er auch vor dem Grabstein von Wendler, die nämlich vor kurzem angeblich an der Bleichsucht gestorben ist, in Wahrheit aber an den Folgen einer unsachgemäß durchgeführten Abtreibung, das war Mutter Schmidt, ja, und dreht sich einmal um den Melchior, da steht plötzlich ein Kopfloser vor ihm. Hallo Melchi, ich bin's, Moritz. Und er so, aber du bist doch tot. Ja, das ist auch nicht schlimmer als anderswo. Kommst du mit? Und er so, ja, nee, ich weiß nicht. Und entscheidet sich schon fast mitzugehen. Da tritt der vermummte Herr auf und sagt, stopp, nicht weiter, Herr Gabor. Und tritt zwischen sie und sagt, du kommst mit mir. Und Melchior sagt, ja, kenne ich sie denn? Und sagt, nee, das ist ja der Punkt, wir sollten uns besser mal kennenlernen. Der Kopflose will ich eh nur bescheißen. Echt? Na gut, dann gehe ich mit dir. Und sie gehen also weg und er dreht sich nochmal um und sagt, und nicht den Kopf verlieren, Moritz, gell? Gehen ab. Und so folgt Melchior nicht seinem Freund Moritz in den Selbstmord, sondern geht ins Leben. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont dieses ansonsten doch eher trüben Stückes. Vielen Dank. Und zum Schluss noch die wirklich wichtigen Sachen. Frank Wedekinds Opa mütterlicherseits, Friedrich Kammerer, war der Erfinder des Streichholzes. Wedekind selber studierte ein bisschen Literatur, versuchte sich mit Jura, arbeitete unter anderem in der Werbeabteilung von Maggi und bei einem Zirkus. Er saß wegen Majestätsbeleidigung in Festungshaft und starb an den Folgen einer Blinddarmentzündung. Vielen Dank. Das war die Allegorie des Frühlings.